Katharina Klees, ein junges, adliges Mädchen, stößt sich eines Tages den Kopf und erinnert sich an verlorene Erinnerungen aus ihrem früheren Leben, in dem sie eine Otaku war, die bei einem Verkehrsunfall ums Leben kam, nachdem sie die ganze Nacht aufgeblieben war, um Fortune Lover zu spielen. Katharina erkennt, dass sie sich in der Welt von Fortune Lover befindet, nachdem sie sich versehentlich mit dem jungen Prinzen Giordo Stuart verlobt hat, der als Bösewicht reinkarniert ist, der entweder zur Verbannung oder zum Tod verurteilt ist, unabhängig davon, welchen Weg der Spieler im Originalspiel einschlägt. Als Katharina beginnt, Magie und Landwirtschaft zu betreiben, um eine Todesfahne zu vermeiden, verhält sie sich ihrem neu adoptierten jüngeren Bruder Keith gegenüber freundlich, um ihn vor der Einsamkeit zu bewahren. Katharina versucht, Keith zu überreden, ihr die Golem-Magie beizubringen. Aber sie verletzt sich selbst, woraufhin Keith sich schuldig fühlt und versucht, sich in seinem Zimmer zu isolieren. Katharina hingegen geht so weit, seine Zimmertür mit einer Axt einzuschlagen, um ihn zu erreichen. Zu Katharinas Unglück entdeckt ihre Mutter die aufgebrochene Tür und zerrt sie weg, um sie zu schelten, während Keith mit einem warmen Lächeln zusieht. Katharina wird zu einer Teeparty eingeladen, wo sie Mary Hunt kennenlernt, ein schüchternes junges Mädchen, das sie um Ratschläge zur Gartenarbeit bittet. Katharina verwendet unabsichtlich eine Zeile aus Fortune Lover, die Marys Verlobter, Giordos Bruder Alan, zu ihr sagen sollte, als die beiden sich anfreunden. Dadurch wird Mary stärker auf Katharina fixiert. Alan besucht am nächsten Tag das Haus der Clays und beschuldigt Katharina, Mary zu verführen und fordert sie zu einem von Katharina ausgewählten Kletterwettbewerb auf einem Baum heraus. Er verliert jedoch immer, weil Katharinas frühere Otaku-Inkarnation ein hervorragender Baumkletterer war. Um das Blatt zu wenden, schlägt Katharina einen Musikwettbewerb vor, von dem sie begeistert ist, als sie Alan am Klavier spielen hört. Alan lobt gerade seine Fähigkeiten, als Giordo eine Bemerkung macht und wegläuft. Da Alan sich Giordo unterlegen fühlt, zeigt ihm Katharina, die sein Talent am Klavier bemerkt, dass auch Giordo Schwächen hat und dass Alan stolz auf seine Einzigartigkeit und seine Stärken sein sollte. Katharina kommt der schönen Sophia Ascard bei einer von Giordo und Alan veranstalteten Teeparty zu Hilfe, nachdem sie entdeckt hat, dass sie einen ihrer Lieblingsromane gelesen hat. Katharina ist überglücklich, eine Gefährtin gefunden zu haben, mit der sie ihre Liebe zum Lesen teilen kann, und freundet sich schnell mit dem schüchternen Mädchen an. Sophia freut sich über die Komplimente, die Katharina über ihr Aussehen macht, das von anderen häufig beleidigt wird, und bittet sie, ihre Freundin zu sein, wenn sie Katharinas Haus mit ihrem Bruder Nickel, einem anderen Liebhaber aus Fortune Lover, besucht. Katharina verbringt dann den Tag in Sophias Haus, wo sie die Eltern der Geschwister kennenlernt und einige von Nickels Reizen erfährt. Katharina bemerkt Nickels Liebe zu seiner Familie, die andere übersehen, und lobt ihn in den höchsten Tönen, was Nickel dazu bringt, sich ihr zu öffnen und zum ersten Mal zu lächeln. 7 Jahre später, als Katharina 15 Jahre alt ist, bereitet sie sich darauf vor, in die Zauberakademie einzutreten, und die Hauptgeschichte von Fortune Lover beginnt. Katharina macht sich Sorgen um Maria Campbell, die Hauptheldin des Spiels, die sich angeblich bereits mit Jungs trifft, nachdem sie sich an der Magieakademie eingeschrieben hat, in der Fortune Lover spielt. Katharina verbringt Zeit in der Schülervertretung und lernt Maria kennen. Als Maria ein paar selbstgemachte Süßigkeiten mitbringt, schreitet sie ein, um sie vor einigen Tyrannen zu schützen. Später stellt Katharina fest, dass sie im Originalspiel diejenige war, die Maria schikaniert hat, und Giordo war derjenige, der Maria zur Hilfe kam, womit die Romanze der beiden begann. Da Katharina jedoch versehentlich Giordos Veranstaltung gestohlen hat, scheint der Weg eine ungewöhnliche und unerwartete Wendung zu nehmen. Katharina rettet Maria davor, erneut schikaniert zu werden, und versucht dabei, ihr näher zu kommen. Dadurch stiehlt sie Keith ungewollt seine große romantische Szene. Katharina beschließt, an ihrem freien Tag mit Keith Marias Heimatstadt zu besuchen, wo sie Marias Mutter trifft. Marias Mutter ist erleichtert, in Katharina eine echte Freundin zu finden, nachdem sie als Kind aufgrund falscher Gerüchte, sie sei das uneheliche Kind eines Adligen, unter schwerer Einsamkeit zu leiden hatte. Katharinas Mutter hingegen ist verärgert, sie zu sehen, nachdem sie herausgefunden hat, dass sie in der Schule heimlich einen Bauernhof betrieben hat, und bereitet sich darauf vor, sie zu schelten. Sehr zu Katharinas Leidwesen.
Georgo will Katharina in den Sommerferien zu einem Rendezvous an den See mitnehmen, aber Katharina missversteht die Situation und lädt schließlich auch alle anderen ein. Später geht Katharina mit Sophia und Nickel einkaufen und ist von Nickels unerwartetem Vorstoß überrascht. Danach besucht Katharina zusammen mit Mary Allens Klavierkonzert, bei dem angedeutet wird, dass Allen Gefühle für Katharina hat, die ihm aufgrund von Marys Einmischung nicht bewusst sind. Katharina versucht dann, ihre Sommerhausaufgaben zu erledigen, bevor sie zur Schule zurückkehrt. Denn sie hat alles bis zum letzten Ferientag aufgeschoben. Als sie in dieser Nacht einschläft, erinnert sie sich an ein Gespräch, das sie mit einer Freundin aus ihrem früheren Leben hatte. Sophia träumt von Katharinas echter Freundin Atsuko Sasaki, die über Katharinas frühen Tod sehr traurig war und sich wünschte, in ihrem nächsten Leben wieder als Katharinas Freundin zu leben, wenn sie an der Reihe wäre. In der Zwischenzeit müssen alle im Rahmen ihrer praktischen Prüfungen in ein gefährliches Verlies eindringen, um einen magischen Stein zu finden, wobei Katharina in einem Team mit Georgo, Keith und Sophia arbeitet. Im Chaos einer der Fallen des Verlieses, die Katharina versehentlich auslöst, stürzt Katharina in einen versteckten Gang, wo sie beim Pilzesammeln unwissentlich den magischen Stein findet. Sophia, die von Nickels Windmagie geleitet wird, kommt Katharina zur Hilfe, als sie von der Klippe zu stürzen droht, und beide werden von einem geheimnisvollen Wirbelwind gerettet. Maria bemerkt eine dunkle Präsenz, die sich an Katharina klammert, als der Rest der Gruppe zu ihnen stößt. Katharina und einige andere Schüler werden beim Lernen in der Bibliothek in ein magisches Buch gesaugt. Maria und Maria, die alles mitbekommen haben, versuchen herauszufinden, wie sie alle retten können, und entdecken, dass die einzige Möglichkeit, sie zu befreien, darin besteht, dass einer von ihnen seine Wünsche in der Welt der Bücher erfüllt. Leider kann Maria ihnen nicht erlauben, ihre Geschichte zu Ende zu erzählen, weil sie alle mit Katharina zu tun haben. Als die beiden erkennen, dass in keiner der Geschichten Katharinas Wunsch vorkam, lassen sie ein Szenario ablaufen, in dem Katharina so viele Süßigkeiten essen kann, wie sie will. Ein Wunsch, der sich als zu groß erweist, als dass das Buch ihn erfüllen könnte. In der Folge entdeckt Allen, dessen Geschichte als einzige nicht gelesen wurde, weil Mary nicht wollte, dass er sich seiner Worte bewusst wird, Katharina beim Spielen im Freien und schließt sich ihr an. Sie verbringen einen intimen Moment auf dem Baum, um den Sonnenuntergang zu beobachten. Aber er wird unterbrochen, als Mary die beiden entdeckt und zu ihnen eilt, um zu verhindern, dass etwas passiert. Katharina und die Mädchen veranstalten eine Pyjama-Party, um das Bestehen ihrer Prüfungen zu feiern. Und ihr Dienstmädchen, Aunt Shelley, bemerkt die Gefühle aller für Katharina, ohne dass Katharina davon weiß. In einer Rückblende wird gezeigt, wie Anne, die Tochter eines Barons und seiner Magd, bei einem Brand, bei dem ihre Mutter ums Leben kam, entstellt wurde und von ihrem Vater als untauglich für die Ehe angesehen wird. Als sie in die Familie Claes eintrat, versuchte sie, nur ein Werkzeug zu sein, bis Katharinas Persönlichkeit sich infolge ihres Unfalls veränderte, woraufhin sie dank Katharinas Freundlichkeit lernte, sie selbst zu sein. Als Annes Vater sie verheiraten wollte, stellte sich Katharina gegen ihn und überredete ihn, die Heirat abzusagen und Anne an ihrer Seite zu lassen. Bei einer anderen Gelegenheit macht sich Georgo große Hoffnungen, nachdem er eine schicke Einladung von Katharina erhalten hat, nur um festzustellen, dass sie alle eingeladen hat, bei der Ernte zu helfen. Katharina wird beschuldigt, Maria zu schikanieren, indem sie das Urteil des Spiels nachahmt, aber Maria und die anderen beweisen ihre Unschuld. Obwohl Katharina erleichtert ist, eine größere Katastrophe vermieden zu haben, verschwindet Maria, nachdem sie eine dunkle Aura untersucht hat, die von den Anstiftern ausgeht. 3 Tage später entdeckt Georgo, dass die Liste der Beweise, die gegen Katharina verwendet wurden, nicht von den Anstiftern geschrieben wurden und dass sie sich nicht daran erinnern können, warum sie sie beschuldigt haben. Er vermutet, dass sie durch dunkle Magie getäuscht wurden und dass Marias Fähigkeit, diese aufzuspüren, zu ihrer Gefangennahme führte. Katharina kann in dieser Nacht nicht schlafen, nachdem sie einen Traum hatte, in dem alle ihre Freunde starben. Am nächsten Morgen ist sie müde und geht in die Krankenstation, um sich auszuruhen. Auf dem Rückweg zum Unterricht sitzt Katharina auf einer Bank und erinnert sich an ihre erste Begegnung mit Maria. Sirius Dike, der Vorsitzende der Schülervertretung, unterbricht sie. Katharina entdeckt bald, dass der wahre Schuldige Sirius ist, der seinen Hass auf Katharina bekundet und sie in Schlaf versetzt, nachdem er sich daran erinnert hat, was Atsuko in ihrem früheren Leben über eine verborgene Figur aus dem Spiel gesagt hat, die dunkle Magie besaß.
Katharinas Geist ist in einer Welt gefangen, die ihrem früheren Leben als Otaku ähnelt, während sie bewusstlos bleibt. In dem Bewusstsein, dass Katharina sterben wird, wenn sie in einem ewigen Schlaf verharrt, versuchen alle vergeblich, sie aufzuwecken. Während Geordo und die anderen ihre Gefühle für Katharina beklagen, hört Sophia, die sich als Atsuko-Reinkarnation entpuppt, ihre Stimme und eilt an Katharinas Seite, damit Atsuko sie in der Traumwelt erreichen und sie in die Welt zurückführen kann, in der sie gehört. Katharina erfährt, wo Maria ist und schließt sich den anderen an, um sie zu retten und Sirius aufgrund von Atsukos Abschiedsworten zu konfrontieren. Sirius, dessen richtiger Name sich als Raphael Walt herausstellt, erklärt, wie die Marchioness Dike einen Magier seine Mutter töten ließ, um in den Besitz dunkler Magie zu gelangen und ein Ritual durchzuführen, bei dem der Geist und die Erinnerungen des echten Sirius in Raphaels Körper übertragen wurden. Anschließend ermordete sie der Magier, um ihn zum Schweigen zu bringen. Raphael schwor Rache, als er neben Sirius' Erinnerungen auch dunkle Magie erlangte, während er seine eigenen beibehielt. Dank Katharinas Hilfe wird Raphael an die Güte seiner Mutter erinnert und es gelingt ihm schließlich, den Magier zu vertreiben, der ihn nach dessen Tod besessen hat. Raphael verlässt daraufhin die Schule, um für seine Verfehlungen zu büßen, während die Marchioness Dike vor Gericht gestellt wird. Katharina wird auf der Abschlussfeier des zweiten Jahrgangs mit dem begrüßt, was sie für ein freundschaftliches Ende hält. Dies ist der Schauplatz des letzten Ereignisses des Spiels, bei dem Maria einem der Liebespaare ein Geständnis machen soll, ohne zu wissen, dass sie in Wirklichkeit der Mittelpunkt eines umgekehrten Harems ist. Als Raphael der Abteilung für Magie beitritt und ein weiterer Bewunderer Katharinas wird, freut sich Katharina auf ein Leben außerhalb von Fortune Lover.